Hallo ihr wilden Kobolde, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Adrian. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auf dem Weg ins Büro, etwas müde. Ich habe das ganze Wochenende 14 Stunden Twitch gestreamt, macht super Bock. Edit mich alle, folgt mir auf Twitch. Edit mich, ihr bin aus. Link ist in der Kanalbeschreibung, Videobeschreibung. Hat echt super Bock gemacht. Jetzt gehe ich in die Arbeit. Wir bauen heute die Server Racks weiter, es ist Montag. Und die CPU-Lüfter sind ja endlich gekommen. Und ich denke, dass wir da heute einiges schaffen werden. Ganz fertig werden wir nicht. Aber ich denke, es wird ganz interessant. Und ja, wie gesagt, ich bin super müde. Ganzes Wochenende Warzone gezockt. Ja, macht irgendwie mega Bock, vor allem Twitch. Es macht echt richtig Spaß. Aber jetzt wird erstmal gearbeitet. Wir sehen uns im Office. Ich hatte oben noch einiges zu tun, bevor ich mich den Server Racks wieder widmen kann. Folgender Stand. Wir haben neue CPU-Lüfter bekommen. Und zwar dieses Modell. Denn das andere ist einfach zu instabil für den Transport und auch viel zu groß. Wenn man jetzt hier das daneben legt, sieht man ganz klar, es ist wesentlich kleiner und stabiler. Dann sind die alten Server Racks von WRC gekommen, die auch auseinandergebaut werden müssen. Also es ist gerade ein wirkliches Chaos hier. Ich werde jetzt anfangen, die alten CPU-Lüfter abzubauen und die neuen zu montieren. Das ist jetzt erstmal der erste Step. Die Wärmeleitpaste wieder runter machen, kann man ganz gut mit so einem Tuch machen. Man muss halt wirklich komplett die alte Wärmeleitpaste runter machen, weil die natürlich jetzt nicht mehr so gleichmäßig verteilt ist wie davor, wenn wir neuen CPU-Lüfter draufsetzen, auch hier an den Seiten. Das ist natürlich schon ein bisschen hart geworden. Einfach wirklich gründlich die Kühlerpaste entfernen, hier auch vom alten neuen Lüfter, besten gleich hier komplett runter machen. So, und jetzt bauen wir den da drauf, das gute Stück. So, wir haben jetzt Wärmeleitpaste auf den CPU gemacht und jetzt montieren wir den Fan wieder aufs Motherboard. Oh, Wärmeleitpaste auf der Hose. Jawohl, aber der neue CPU-Lüfter ist montiert und er passt wie angegossen. Das habe ich natürlich wieder alles super berechnet. Ich habe erst die Dinger, also die sind jetzt für Intel, für AMD, quasi nach außen montiert, so. Und dann hatte ich schon Angst, dass der Lüfter nicht passt, aber gehören natürlich nach innen, so montiert. Aber konnte ich auch lösen. Jetzt machen wir die M2 ins Motherboard und dann montieren wir auch schon das Motherboard ins Rack. Geht ganz gut voran. Folgender Part. Jetzt montieren wir die M2. Lüfter ist montiert, hebt super. Ich habe meine ganze Hose mit Wärmeleitpaste zerstört. Ich hoffe, das geht beim Waschen raus, dass meine schönste Wolle kommt. Aber ist nur Kleidung. Jetzt müssen wir das hier abmontieren und die M2 einsetzen. Und das machen wir jetzt. Jetzt setzen wir die M2 unter der Abdeckung in das Motherboard ein. Hello my beautiful friends. Das wird ein Zweitages-Vlog. Es ist schon Dienstag und es geht ja um diese Server-Racks, von denen ich schon öfters erzählt habe.
Heute kommen wir richtig weit. Ich hatte gestern noch was anderes zu tun, deshalb musste ich das Video jetzt quasi in zwei teilen. Aber wir gehen jetzt runter und ich habe auch die Lösung fürs Motherboard. Zeit gespannt. Wir haben ja gestern den neuen CPU-Lüfter montiert. Die alten waren ja zu groß und einfach, ja, zu brockig, zu groß. Und die sitzen wirklich fest, weil das sind ja Server-Racks. Die werden transportiert, deshalb muss es stabil wie möglich sein. Und gestern hatte ich noch das Problem, dass das Motherboard hier nicht komplett reingepasst hat. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass es hier Abstandshalter für das Motherboard gibt. Jetzt bin ich beruhigt, weil das Motherboard passt auf jeden Fall. Und das montieren wir jetzt finally in das Server Rack. Motherboard ist fest montiert. Jetzt setzen wir die restlichen Teile ein. GeForce RTX 3060 und das Be Quiet Netzteil Straight Power 11 Platinum. Wir verkabeln gerade alles. Jetzt setzen wir die Grafikkarte ein. Das Netzteil, werfen ihn an. Bin ich super gespannt. Ich hoffe, es funktioniert alles. Good morning in the morning. Folgendes Problem. Erstmal, hier schaut es aus. Überall stehen Rechnerteile rum. Wir haben gestern das erste Server Rack gestartet und wir haben ein Problem am Motherboard. Hier ist so ein kleiner Bildschirm, wo Fehlermeldungen angezeigt werden. Und es hat angezeigt, hier sieht man es, der CPU ist anscheinend defekt. Juhu! Ja genau, jetzt können wir alles auseinanderbauen, schicken das Motherboard und den CPU wieder zurück und bauen das zweite Rack zusammen. Das geht, das haben wir gestern grob alles angeschlossen und gestartet, das funktioniert. Anscheinend ist hier der CPU-Defekt. Ich darf jetzt alles auseinanderbauen, zurückschicken und das zweite Rack bauen. Bis sofort. Ich habe alle Teile ausgebaut und nochmal getestet und es funktioniert. Also der CPU ist definitiv nicht kaputt. Ich baue jetzt doch nochmal alles ins Rack und anscheinend war irgendwas anderes defekt. Ich hoffe, es geht. Update folgt sofort. Rechner läuft, Windows ist installiert, ich installiere schon die Treiber. Der CPU war nicht kaputt. Ich weiß nicht, was die Ursache war. Jetzt läuft er. Jetzt bauen wir alles zusammen. Machen das Kabelmanagement. Dann ist das erste Server Rack fertig, Gott sei Dank. Und dann geht es auch hier schon an das zweite. Das ist noch eingepackt. Aber natürlich nehme ich euch mit. Und wir sehen uns sofort. Unglaublich aber wahr. Nummer 1 ist ready. So sieht das ganze Ding aus. Hier ist jetzt noch meine Soundkarte drin. Und eine Decklink 4K. Kabelmanagement wurde gemacht. Muss nur noch Deckel drauf. Und fertig. Läuft. CPU war nicht kaputt. Ich weiß nicht, wo der Fehler war. Gestern. Aber es läuft. Und hier wird schon die Nummer 2 montiert. Und ich hoffe, da klappt es jetzt genauso gut. So. Beide fertig. Funktionieren. Ich habe jetzt hier noch Kabelmanagement gemacht. Kabel einfach ein bisschen schöner verlegt, aber es ist echt ätzend. Beide Rechner komplett fertig. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Die sind komplett baugleich. Beide Windows drauf. Jetzt gibt es noch einen Stresstest übers Wochenende. Und dann denke ich, sind die bereit für den Einsatz auf den Events. Es hat super Spaß gemacht, die zusammenzubauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Den einen oder anderen interessiert es, den einen vielleicht weniger. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren und einen Kommentar dalassen. Schönen Tag.